Hallo Sondergrid, Claudio Schiesel, heute vom Hauptplatz hier in Graz. Vor knapp einem Jahr gab es ja hier einen Amoklauf und jetzt vor kurzem auch in Nizza. Das Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte ist vor allem eins, nämlich die Parallelität der Anschläge. Also sprich, die Motive sind sehr ähnlich. Und das zweite Bemerkenswerte, und das ist wahrscheinlich auch zum Unmut der Personen, die quasi in meinem Blickfeld jetzt eigentlich normalerweise sitzen würden, nämlich im Rathaus, dass der Vizekanzler Reinhold Mitterlehner von der ÖVP heute gesagt hat, dass eben er Similaritäten sieht in den Motiven und eben in der Form des Anschlages. Das heißt, war das, was wir letztes Jahr gesehen haben in Graz, ein Terroranschlag, ja oder nein? War es ein Anschlag mit islamistischem Hintergrund, ja oder nein? Das müssen natürlich die Behörden entscheiden und die müssen das auch entsprechend einordnen. Aber die wesentliche Frage, und darum geht es in der ganzen Sache, ist die, kann man das als Einzelfall dastehen lassen oder ist das einfach etwas, wo man sagt, hier gibt es eine Ähnlichkeit, hier gibt es ein selbes Muster, Zitat Reinhold Mitterlehner heute. Ich sage herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich hinterlasse ein paar Spuren und ein paar Gedanken fürs Wochenende. Genießt es, alles Gute.